Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games. Wir sind hier mit... Oh, ist schon vorbei. Ach, wir fangen... Oh fuck, wir haben viel zu spät angefangen. Naja, seht ihr halt noch den letzten Rest vom Abspann? Ja, so, ihr müsst auf die Musik achten, die ist richtig gut und... ja, ich habe das jetzt außerdem gerade durchgespielt. Ja. Schalt das mal jetzt. Ach, keine Ahnung. Ich kann ja einfach nochmal bis dahin spielen eben. Mhm. Und dann tun wir einfach so, als wäre es nicht passiert. Wir schneiden das raus. Okay, gut. Voll gute Idee. Okay. Gut. Okay, dann bitte Cut! Hallo und herzlich willkommen zum Weitergespielt zu... Failen mit Take Two. Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games. Und dem Weitergespielt zu Dark Souls 2. Ich bin Arto und am Drückknopf ist Johannes Brot. Ich heiße nicht Johannes Brot, aber vielen Dank für diese Einleitung. Gerne. Vielleicht habt ihr ja schon das Angespielt von Dark Souls 2 gesehen. Jetzt spielen wir weiter, wie der Titel vielleicht sagt. Hm. Und es geht immer noch weiter mit Schildkrötenbrot. Ich habe nur ein paar Erledigungen gemacht nach dem Angespielt und jetzt geht's da sozusagen direkt weiter. Direkt. Ja, Atto ist still hier. Still alive. Still alive. Das auch. Aber vor allem reise ich gerne auch für sowas mal live an. Wie gelangweilt sie da sitzt, ne? Ja, und die im Spiel auch. Bearer of the Curse. Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Habe ich hier irgendwie sowas? Nee. Dann habe ich hier so Knochenzeug. Nee. Kannst du ja mal ein Menschenbild verbrennen. Bam, bam, bam. Der hat einen Hexenhut. Das sah eben voll aus, als wäre der Hexenhut so lang wegen dem Schwert. Was ist das für ein Schwert? Ein Hexenhutschwert. Guck mal, jetzt ist hier gar keine Nachricht mehr. Oh, sehr schön. Diesen Stein wollte ich eigentlich als Anfangsbild nehmen, weil das hier so pretty ist. Ja. Mit dem Schatten. Auf den achtet kein Mensch, ne? Doch. Du. Aber du bist ja auch ein Mensch. Gut, dann wollen wir mal auf in die Bäume. Für die Bäume. Wo fang immer ich schön an? Einen Baum umarmen. Fang doch einfach mit dem letzten an. Ist das der letzte? Nein. Das ist nicht der, wo der Boss am Ende ist, oder? Nee. Oder? Doch. Nee. Wir lassen uns einfach überraschen. Links. Ja, genau. Hast du Tourette? Ja, ich habe Richtungen Tourette. Mhm. Und habe ich irgendwie mein Schwert vergessen? Ich hatte mein Schwert eben die ganze Zeit nicht. Ach, wir brauchen schon ein Schwert. Ich kämpfe mit meiner bloßen Faust. Regel, dass ich immer ein Schwert dabei habe. Nice. Mega gut. Nice. Hä? Wo gehst du eigentlich hin? Wo gehst du eigentlich hin? Ich verstehe dich nicht. Wo bin ich? Orientierungssinn, ne? Immer diese Leute mit ihrem Orientierungssinn. Ach, guck mal. Wir haben schon hier aufgemalt. Darum war ich hier auch noch nie. Naja, also, ne? Noch nie ist jetzt auch ein bisschen komisch formuliert. Ja. Als hätte ich das hier noch nie gemacht. Nee, noch nie haben wir das gemacht. Blut, ey, du mir auch. Eine Fackel, Mann, eine Fackel. Oh, Gott sei Dank. Fackel nicht lange, Fackelmann kaufen. Voll der gute Werbespruch, ne? Mhm. Patent beantragt. Ja, ja. Ich habe es doch! Das war nicht mit Absicht, aber war ganz witzig. So. Ich habe mein Inventory aufgeräumt. Bin mal voll stolz drauf.
Guck mal, hier alles so, nur noch so das Wichtigste. Nur noch das Wichtigste. Nur noch das Wichtigste. Nur noch das Wichtigste. Ich hätte mal in der Zeit ein bisschen was mit den Eiden machen können, weil der ja boring geworden ist. Aber das wäre ja langweilig. Oh, guck mal, da ist noch ein Leuchtfeuer gefunden. Ja, hinter der Tür. Was willst du von mich? Ach, gar nichts. Was hast du da? Oh nein, das Stream kackt ab. Bitte. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Das ist der letzte. Hab ich doch gesagt. Aber. Aber das Spiel kennt. Hallo, herzlich willkommen zu Rügen Tower Games und weiter mit dem weitergespielt. Atto. Hi. Na, wie geht's? Gut und dir? Ich geb's dir. Nein. Atto möchte jetzt spielen, ganz gerne. Oh ja. Und zwar ganz von vorn mit einem eigenen und frischen Charakter. Leider kein Schildkrötenbrot. Ich weiß, ihr seid alle dicke Fans geworden. So richtig crazy. Was geht denn mit dir jetzt? Chill doch erstmal. Wenn du hinten hingehst, dann kommen die Kleinen. Hä? Nein, das muss man doch lang. Ja, schon, aber ich dachte, du willst erstmal die Störung kennenlernen. Ja. Ja, jetzt bist du beidhändig. Wie kriegst du das hin, dass du auch einhändig bist? Merken, ne? Merken. Ja. Das geht gut los. Lauf über die Skelette. Oh ja. Oh. Oh, das ist jetzt zurück. Weil ich da was Schwarzes gesehen habe. Ja, die waren, da links war doch schon die ganze Zeit einer im Bild. Nein. Doch. Oh Gott, ich will diese Spiel. Lauf doch jetzt einfach durch. Ah. Du kannst eh nicht töten, ohne Waffe. Warum rollst du die ganze Zeit? Weil ich doch das Geld angeguckt bin. Du musst rennen, nicht rollen. Wie rennt man? Gedrückt halten. Was? Ja, rollen. Ah. Geh den Troll. Da bist du schon dran vorbei. Guck, warte, mach mal als erstes die Kamerastörung. Immer dahin gucken, wo du hingehst. Okay. Leuchtfeuer. Ne? Ne. Was denn? Da kann man noch nicht mal runterfallen. Guck. Ja, egal. Ich hab doch nicht so Angst. Guck, da geht man. Kann man da runter. Sterb mal, ich muss mich betrinken. Ach ja, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ne? Immer wenn sie stirbt, trinken wir eine. Und wenn sie alle Seelen verliert, also zwei miteinander stirbt, ohne die Seelen einzusammeln, dann heißt es Ex. Mit dem richtig harten Zeug. Hugo. Ich hab vergessen, ein Foto zu machen. Ja, kannst du noch mit den anderen Flaschen machen, die wir haben. Vier Stück übrigens. So, möchtest du jetzt bitte mal zu den Feuerhüterinnen gehen? Nein. Also wie wir wissen, weiß Atto schon alles über das Spiel, aber hat es noch nie gespielt. Nee. Das ist irgendwie schade, aber für diese Situation auch. So wie das hier jetzt gerade. Cool, das war noch nie. Was war das? Warum redest du jetzt auch einfach nicht mehr? Ich habe nicht verstanden, was da gerade passiert ist und mein Hirn hat gerade versucht nachzuarbeiten. Deswegen war ich leise. Das ist eine Verzögerung und so. Warum kam denn jetzt schon der Kopf? Keine Ahnung. Darum habe ich die Seelen bekommen. Hallo? Hast du da nicht mehr durch? Der Panzer ist halt ein bisschen dick. Dann musstest du erst ein Good bisschen Tag. Butter hinschmieren. Sie haben da etwas in der Nase. Ja, Schildkröten haben immer etwas Butter bei sich, um auch an den schlimmsten Stellen noch hindurch zu plumpsen. Ja, das rutscht das nicht so. Moin, sein. Das war beabsichtigt.
habe mir da oben hingestellt, weil ich das Gewohnheit war. Weil ich da ja immer gespielt habe. Und wir sehen das Scheiße. Ach, hey. Der hat keine Schuhe an. Ih, der hat da oben seinen Fuß hingekriegt. Ich wusste nicht, dass das Riesen so gelenkig waren. Da stellt er den immer hin für die Pediküre. Warum hau ich hier gerade rum? Halten Sie doch mal still. Sie haben gesagt, Sie wollen Ihre Fußnägel gemacht haben. Und jetzt versuche ich das hier und Sie hauen mich. Tut Ihnen das weh? Ja. Ich bin halt nicht so gut im Zielen bei Riesenzähnen. Ich versuche die ganze Zeit, die Zehen zu zählen. Das sind irgendwie zu viel, oder? Ja. Ja, aber ich meine, bei so einem riesigen Körper braucht man auch richtig viele Zehen, um das Gewicht auszugleichen. Man braucht nur den großen für Gleichgewicht. Und der Rest ist Schönheit. Das ist unmöglich. Ohne den großen Zeh kannst du nicht mehr stehen. Ja, Nee, warum nicht? Mensch, wie schlecht. Nur weil ich gerade nachdenke. Über 10. Das tut mir so leid. Oh, dein Gesicht ist voll hässlich. Ich hab doch gar kein Kinect. Woher sehen die das? Ja. Ach, halt die Fresse und schenk mir die Kelle der Markt. Wie heiße ich denn? Also? Menschenbild! Krieg ich eine Kette der Markt? Menschenbild, Mann. Menschlichkeit. Take a closer look. Das verbrennt man, ne? So. Überhaupt so. Also, wo soll man denn Merkel machen? Nee. Darauf machen. Ja? Die meisten Menschen sehen aber ohne Haare auf dem Kopf ganz schön kacke aus. Ja, aber wäre ja nicht so, wenn alle so aussehen, wie bei den Beobachtern. Schöne Aussicht da. Hast du übrigens den Kommentar gelesen bei The Longest Journey von mir? Ich kommentiere jetzt alles. Jedenfalls habe ich geschrieben, dass April mich voll an Ashley erinnert und ich voll Angst habe, dass die die nächste Ashley wird und ich sie jetzt schon hasse. Das hat dein Bruder auch gesagt, aber dann hat er gesagt, eigentlich hat sie mich da auch dran erinnert. Ja. Weil sie nicht mal ein Ei aufheben konnte. Ich habe auch ewig kein Spiel mehr bei euch gehabt, das ich richtig hassen konnte. Danke. Wie der da einfach steht. Und man könnte erst glauben, dass wir einfach so eine Statue. Stimmt. Jetzt mach Boom. Gesehen? Voll gut. Nee, ich meine, warum das nicht geklappt hat. Mm-mm. Gott, ich brenne. Aber schöne Knöchel hat er. Cremt er sich wahrscheinlich nur ein. Der schlagt der Pferd. Wie du immer unter deiner Hose verschwindest. Ist das eine Hose? Ist das ein Rock? Nein, das ist eine Hose. Das ist jetzt verfledderte Hose. Ich meine, du scheiß Schinkenbrot, Mann. Komm, gönn dir. Voll in die. Das hat mir Schaden gemacht, dass ich gegen seine Eier gesprungen bin. Na gut, okay. Ja. Ja.
Komm mal weiter hierher, Mann, sonst sterben wir gleich beide wegen der Explosion. Ach nee, macht das ja nicht. Wie man sieht. Hallo, bist du behindert? Komm mal rum. Ich habe nicht so viel Zeit, Düse. Ich darf nicht zu lange in der Erinnerung verweilen. Der will dich immer voll pieksen. Das war nicht beabsichtigt. Entschuldigen Sie mir. Sympathie der Riesen. So. Gay. Sympathie der Riesen. Gay. Ja, den Schlüssel. Riesenseele. Was ist das? Warum haben die blaue Hände? Die Riesen. Weil die zu viele Schlümpfe damit kaputt gemacht haben. Mhm, sehr gut. So lobe ich mir das. Ich hasse die Schlümpfe. Ey, du hast alles. Du hast Pizza, Eis und Teletubbies, ey. Alles Schöne auf der Welt. Und die Wonder Pets. Das stimmt überhaupt nicht. Ich mag die Wonder Pets. Also seit wann hasse ich Pizza und Eis? Keine Ahnung, weil du alles Gute hast. Dark Souls hast du auch. Gut. Ja, merkt man ja. Knuschelig. Ach nee, der ruht ja. Tschüss. Menschen. Oh. Müsste man jetzt eigentlich alles reinschneiden, ne? Das wäre voll cool gewesen, ja. Kann ich ja. Ja, kannst du. Mario. Ja, mach das. Das auch gerade? Kann man ja alles reinschneiden. Keine Ahnung, ich Nein. weiß eh nicht, ob ich. Vielleicht mach, denke ich auch am Ende an. Gesundheit. Okay. Ist jetzt wieder da? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, vielleicht denke ich hinterher auch einfach nur, dass alles total kacke ist und dass ich nichts nehme und kein weitergespielt mache. Hatte da gerade sein Schild geschmissen? Kein Bock mehr. Das war kein Schild, ich weiß. Hä? Ich hab die doch so aufgetötet, bis sie nicht mehr da war, damit ich diesen Panzer hier kriege. Wie du gerade so. Was ist das sonst eine Schildkröte? Ja, ich wollte gerade sagen, hey, guck mal da. Alter, ey, kann ich auch mit dem komischen Karl-Hans Fritz von dem angespielt und weiter gespielt und ein Triple gespielt, Mann. Ist das ein Triple gespielt? Ja, da muss man das dreimal hintereinander durchspielen. Ist das euer wahres Ich? Ja, so sieht mein Inneres aus. Die haben schon so viele Noobs wie dich gesehen, die lachen einfach nur noch. You lose your souls. All of them. Over and over again. So war. This is a limbo. Das ist Dark Souls. Es ist Leutfeuer. Woo!
Okay. Ich habe eine Fackel gefunden. Ich habe eine Fackel gefunden. Ich weiß jetzt schon, wie man sie anzündet, glaube ich. Und jetzt ist schon los. Das hat mich gerade nicht erschrocken. So, jetzt muss ich rötliches Sammeln. Rötliches Sammelwasser. Rötliches Sammelwasser. So. Geht's gut? War das ein Nein? Oder? Ich hab's ja noch eingesammelt. Gib Ruhe jetzt. Mein Schild nicht hochgehalten. Also ich habe meinen Finger immer noch auf der Taste. Wie schön du mir das auch einfach so sagst. Guck dir das immer noch an. Das Geilste ist, ich muss jetzt nochmal rein, nur um diese Seelen zu holen. So, jetzt töten wir den König. Ja. Du tötet er mich. Wenn du zwei nicht spielst, wenn du dich anvisierst, wenn ich auf deine Aussage geachtet habe, hast du noch einen Grund? Ich scheiße bin. Da war doch noch einer. Oh, wieso hast du das überlebt? Das hast du gar nicht verdient. Das ist alles Berechnung. Dead luck. Nee, können. Pures Können. Das ist die falsche Richtung. Heidi Ho! Wenn du das erste Mal stirbst, dann mach wenigstens an den Gegner. Du hast mich irritiert. Proteus, ne? Guck dich mal an. Sieht gar nicht so scheiße aus, wie ich dachte, dass das aussehen würde. Die Nase ist nur irgendwie hässlich. Sonst ist sie hübsch. Warum ist da Majula-Musik? Weil das wohl Feuerhüter-Musik ist. Beantworte ich mir selbst die Frage? Ja. Oh Gott, ich bin gestorben. Oh Gott sei Dank, nicht Echsen. Flucht. Kauf dir was von. Komm her. Nashi. Jetzt verstehe ich, das ist die Frucht. Ich klapp nochmal zu und wir sind keine Freunde mehr. Nee. Bei Facebook Freundschaft gekündigt. Nee, ging noch. Okay. Ich meine, wenn ich gestorben wäre. Ich hatte ja noch. Fail. Was ist das jetzt? So. Okay, es interessiert mich doch. Oh Gott, es interessiert mich. Oh, war ja ganz nett. Ganz gut, dass du weggelaufen bist. Da. Dirk. Supi. Ja, die ist auch so ein Ausdauerfresser, ey. Mhm. Ausdauer. Autsch. Wie du das einfach vorher wusstest. Ja, man kennt das halt irgendwann, wenn man das alles einmal gemacht hat. Darum weiß ich ja auch immer, wann ich sterbe. Mhm. Tschüss. Thank you.
Oh, Gott, so, ich lehne mich mal zurück und hab das Glas schon in meiner Hand. Üb erstmal auf dem normalen Boden. Was soll ich machen? Rennen und dann den Stick reindrücken. Den Stick. Den Stick. Nicht den Knopf. Ich weiß. Ich versuch's doch. Warum? Oh, warum überlebst du das? Das ist viel schlimmer. Oh. Oh. Soll ich nicht immer trinken, wenn du was Gutes machst? Und du trinkst immer, wenn du was Schlechtes machst? Du willst ja nur weniger betrunken sein. Nee, ich will mehr trinken. Ich muss wieder zurückhüpfen, hast nicht so viel Auslauf. Auslauf hast du eh nicht. Sie stand in der Luft und läuft wieder zurück, wie Kors. Muss rennen, sonst funktioniert das nicht. Und du hast nicht reingedrückt. Aber ich hab die Karte nochmal geschlagen. Gorgeous. Warum kommt immer die große Keule, wenn du stirbst? Du musst da jetzt nicht wieder rein, ne? Doch, ich muss meine Seelen holen. Ach so, ja, stimmt, die liegen auf der anderen Seite. So, Rutschies! Ich muss meine Seelen holen. Endlich! Endlich durfte ich trinken. Dir. Ja. Warum hat die Mutter mal am Kinn? Oder ist das ein Prostal. Das ist eine Narbe, weil sie eben mit der Kante, mit dem Knie auf die Kante geknallt ist. Und die Augenbrauenfarbe war doch nicht so gut gewählt. Die ist irgendwie orangelich. Er hat halt keine Seele, siehst du? Das muss ich rausschneiden. Warum? Guck dir mein Bein an. Wie kann nach so einem epischen Moment mein Bein zucken? Vor Aufregung? Nein, da musst du jetzt so Musik, die das weißt du. Zum Leuchten Schwert. Du kannst da auch einfach so ein Schlagzeug drumherum bauen. Nee, ich bin eher für so eine Kapellenmusik so. Sind sie bereit? Oh, ey! Voll in die Titte! So einfach eine verdient, dann kann man nicht. Das ist nicht ein Durchschuss vom Nippel, war. Jetzt hat sie ein Piercing! Oh Mann! Das regt mich doch mehr auf, als wenn ich selbst spiele! Gott, dann kannst du keine Seelen verlieren, Michael. Das zählt nicht, ne? Egal wie viele Seelen man hat. Schmeckt voller Brause, Mann. Zielschild! Gott sei Dank. Da muss ich runter, ne? Ja. Holst du jetzt echt einen Ventilator? Ja. Aber vorher trinke ich noch mal einen. Voll die Guck mal, was der für Lippenstift hat. Sieht super cool aus. Das sieht aus wie Marilyn Manson. Alter, voll das WoW-Dolch. Das Dolch. Sie ist hässlicher. Wieso ist sie noch hässlicher? Du verlierst doch immer, wirst doch immer mehr heftiger, eklig. Aber sie verliert Haare. Wie, echt? Alter. Ja, das ist hier auch mit den HP-Balken und so. Aber dass sie immer mehr Haare. Sie sieht aus wie meine Oma. Eine Bonus. Spiel. Kommt nicht Grünes an, Spiel. Aber ich. Bitte nicht, guck doch da hin, guck doch bitte hin! Das ist schlimmer als Dark Souls selbst spielen. Dass du mit den HP eigentlich noch lebst. Ach so, stimmt, ich kann ja. Warte, bis du geheilt bist, das ist kein Flakon. Wieso lässt sich die Kamera nicht mehr umstellen? Weil du den anvisiert hast. Oh. Spielst du bei Zelda auch ohne anvisieren?
Drück X. Nee, nicht nochmal. Und nimm den Lebensstein. Oh! Was? Oh Gott. Guck mal, sie ist eigentlich eine Frau und umso öfter sie stirbt, desto mehr Haare verliert. Umso weniger sie, also umso mehr sehe ich aus wie meine Omi. Das ist schwer, mit den Klamotten. Willst du auch? Nee. Was ist, hast du das gesagt? Wir haben schon die erste Flasche leer und sie ist von alleine explodiert. Er hat gefragt, ob deine Oma rote Klamotten trägt und ein Schwert. Ja. Oh, Moment, bleib da mal stehen. Wieso vibriert das? Du Arschloch! Du mega blödes! Wo sind die Trolle? Soll ich mal hingehen? Wenn du dich männlich machen willst. Hi. Hi. Und du regst dich auf, dass du nichts gesehen hast. Das sind Nilpferd-Trolle. Nilpferd-Zyklopen? Nee, Nilpferd-Trolle. Trink. Lachen, ja. Ich habe versucht, zu lange zurückzuhalten, wie es geht, schon seitdem da oben das Menü ist. Oh, ich muss da hin. Nein. Doch, da sind meine Seelen. Hattest du welche? Alter. Ich habe nicht geatmet, aber das war gut, oder? Jetzt hau den scheiß Baum um. Den wir so lange gewartet haben, seitdem wir das erste Mal Dark Souls gespielt haben. Deswegen habe ich dich eben schon so kacke angewöhnt. Ich weiß, so mein Bein hat mich abgelenkt. Fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Also unsere Version war cooler. Davor sehr zwar da nicht raufpasst. Ja, und wer erst so ein Loch kamen muss.